Ich möchte doch nicht, dass Sie von dem schwachköpfigen Forscher vorhin auf mich schließen, Miss... Lara. Ich bin Dr. Willard. Ich wollte mich eigentlich selbst mit Tony unterhalten, aber ich muss sagen, Sie haben die Sache recht elegant gelöst. Ich bin beeindruckt. Ich möchte Ihnen gerne eine andere Arbeit anbieten. Was? Soll ich etwa auch mit Ihren anderen Jungs herumtoben? Nein, danke. Zum Glück waren das die einzigen Versuchskaninchen, die wir freilaufen ließen. Nein, ich bräuchte drei weitere Artefakte wie dieses. Der Inferderstamm besaß nur ein Artefakt dieser Art. Es ist einzigartig. Und welches Interesse hätten Sie daran? Ich zeig's Ihnen.
Es stammt nicht aus Indien, sondern von einer Insel nahe der Antarktis. Genauer gesagt ist es ein Meteorit, der von den Polynesiern, die vor langer Zeit dort siedelten, bearbeitet und benutzt wurde. Sehen Sie das? Das ist einmalig. Ein unbekanntes Material. Und wie ist das hierher gelangt? Von Planeten geformt, von Polynesiern bearbeitet, von Idioten verstreut. Unsere Ausgrabungen und Untersuchungen haben uns das hier beschert. Das Tagebuch eines Matrosen, der an Charles Darwins Expedition auf der Beagle teilnahm. 14. August 1834. Diese Reise ist sterbenslangweilig. Es gibt einfach nichts weiter zu berichten. Von wegen Abenteuer auf hoher See. Einfach nur peinlich ist es. Soll ich etwa über stundenlanges Vögelbeobachten schreiben oder darüber, wie wir für die blasphemischen Ideen von unserem feinen Herrn Darwin Blumen pflücken und pressen? Aber das regt mich jetzt auch nicht mehr auf. Ich will bloß noch was zu futtern. Irgendwas außer dieser ewigen Gemüsebrühe. Heute haben wir fünf einen Pakt beschlossen. Die einzigen Proben, die wir nehmen werden, sind aus Fleisch. Echtem, festem, blutigen Fleisch. Der Schnee wird zu dünn, die Spuren sind weg. Lauft einfach weiter, wir sind ihm schon auf den Fersen. Hier ist was. Seht mal, noch eins. Was mögen die wert sein? Zu spät, da waren nur vier. Ist keins für dich übrig? Oh ja. Paul. Warum? Sagt Darwin was hiervon, ja? Sonst müssen wir nochmal da rein und das Vieh jagen, um Proben zu kriegen. Also, Paul ist in eine Gletscherspalte gefallen, klar? Okay, Steven. Amen. Steven überlebte als einziger der vier. Nach seiner Rückkehr nach London verkaufte er sein Artefakt aus Aberglauben. Er hatte gesehen, wie seine Kumpels wegen ihrer Artefakte ermordet wurden oder durch sie umkamen. Einer hier in Indien, einer im Südpazifik und einer in Nevada. Dorthin sollen sie für mich fahren. Na dann mal los.